Pulsbreite lässt sich beim OTDR-Messgerät einstellen. Normalerweise so in einer Range von 3 Nanosekunden bis 30 Mikrosekunden. Das ist immer der erste Moment, wo es ein bisschen zur Verwirrung kommt, weil der Parameter heißt Pulsbreite oder Pulslänge, im Englischen auch Pulswidth. Und einstellen tun wir aber eine Zeit, 3 Nanosekunden. Passt ja eigentlich nicht, ne? Der Begriff Breite und dann eine Zeit einstellen, passt eigentlich nicht so richtig. Löst sich aber auf, wenn man verstanden hat, was man einstellt, mit dieser Zeit, die man einstellt, zum Beispiel 10 Nanosekunden, stellt man ein, dass der Laser angeht, das Licht läuft los und nach 10 Nanosekunden geht der Laser wieder aus. Und dann läuft ein Lichtimpuls von 10 Nanosekunden Länge durch meine Glasfaser hindurch. Und man kann hier, habe ich es dargestellt, ganz einfach die ungefähre Ausdehnung des Pulses im Glasfaserkern errechnen, indem man den Pulsbreitenwert in Nanosekunden durch 10 teilt. Also 10 Nanosekunden Pulsbreite entsprechen ungefähr einem Meter Glasfaserkern gefüllt mit Licht. Das heißt, dieser 10 Nanosekunden Impuls hat also ungefähr eine räumliche Ausdehnung von einem Meter im Faserkern und läuft nun quasi vom OTDR ausgehend durch meine Faser durch, wird am Ende reflektiert und läuft den Weg wieder zurück. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum kann man diese Pulsbreite einstellen? Warum ist es notwendig, dass man da Variationen einstellen kann? Das ist schnell erklärt, wenn man sich vorstellt, so ein 10 Nanosekunden Impuls füllt jetzt einen Meter Faserkern mit Licht. Und der läuft jetzt durch meine Glasfaser hindurch, hier unten dargestellt. Dann wird, während der Puls hier von links nach rechts durchläuft, wird die Energie, die Lichtenergie, die dieser Puls beinhaltet, die wird reduziert durch die Eigendämpfung der Glasfaser. Dann läuft dieser Impuls über Ereignisse, über Spleiße, über Stecker. Und an diesen Ereignissen treten Verluste auf. Das heißt, die Energie dieses Pulses wird, während er durch die Glasfaser hindurchläuft, immer weiter reduziert durch die Dämpfung, die dieser Puls erfährt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man misst eine sehr lange Strecke, gehen wir mal von einigen Kilometern aus, und wir wählen einen kurzen Puls aus, zum Beispiel 10 Nanosekunden, dann kann es passieren, dass die Energie des Impulses durch die Dämpfung, die der Puls beim Durchlaufen der Glasfaser erfährt, irgendwann aufgebraucht ist und der Puls zum Beispiel nicht das Ende der Glasfaser erreicht, um von dort aus zurückreflektiert zu werden. Dann wäre der Impuls deutlich zu kurz, um die Gesamtfaser erfassen zu können. Da muss man also einen längeren Puls einstellen, der entsprechend mehr Energie beinhaltet. Zum Beispiel, hier unten ein Extrembeispiel, 10.000 Nanosekunden, also 10 Mikrosekunden. Und so ein langer Puls, der füllt nun ungefähr 1.000 Meter Faserkern mit Licht. Das könnte man natürlich die Frage stellen, wenn das Risiko besteht, dass ein kurzer Impuls das Ende nicht erreicht, warum stelle ich nicht immer einen langen Puls ein? Eben zum Beispiel 10.000 Nanosekunden, naja, dann muss man sagen, dass der Puls schon zum Messobjekt passen sollte. Wenn also der Puls 1.000 Meter lang ist und mein Messobjekt ist womöglich nur ein paar hundert Meter lang, dann würde der Laser ja hinten noch Licht reinpumpen, während es quasi vorne schon wieder zurück am Detektor ankommt. Das funktioniert nicht. Und es geht ein weiterer Effekt damit einher, nämlich je länger der Puls ist, je mehr Lichtenergie er beinhaltet, desto größer werden die sogenannten Todzonen. Und zu den Todzonen kommen wir jetzt. Hier sehen wir nämlich mal zwei Messungen dargestellt, zwei OTDR-Messkurven dargestellt, gemessen mit unterschiedlichen Pulsbreiten. Hier links 3 Nanosekunden, also ungefähr 30 cm langer Impuls, und hier 30 Nanosekunden, also ungefähr 3 Meter langer Impuls. Und jetzt sieht man schon sehr schön, bei gleicher Messzeit ist also die rechte Kurve deutlich glatter. Man sieht die linke Kurve, die ist noch verrauscht, die ist also hier noch ganz zappelig. Und am Ende der Messkurve sieht man also, dass die Distanz vom Signal zum Rauschen, der sogenannte Signal-zu-Rauschabstand, der ist hier deutlich geringer, als das hier der Fall ist. So, und daraus ergibt sich also, dass so eine kurze Pulsbreite aufgrund dieser geringen Energie, die der kurze Puls beinhaltet, tendenziell nur für kurze Streckenlängen geeignet ist. Aber er hat einen Vorteil, der ermöglicht nämlich eine hohe Auflösung und mithin kurze Todzonen.
Was bedeutet das? Todzone ist die Zeit, hinter der ein reflektives oder hinter der das OTDR hinter einem reflektiven Ereignis blind ist. Ein Stück weit vergleichbar mit unserem menschlichen Auge. Wenn Sie sich in einem dunklen Raum befinden und schauen in eine helle Lampe und schauen dann wieder in den dunklen Raum, dann sehen Sie womöglich erstmal nur rosa Punkte. Und es braucht eine gewisse Zeit, bis sich Ihr Auge wieder an die Dunkelheit gewöhnt hat. Das heißt, das Auge wird geblendet durch die hohe Lichtenergie der Lampe und braucht dann eine gewisse Zeit, um sich an die Dunkelheit des Raumes quasi wieder runterzuregeln. Und genau dieser Effekt entsteht beim OTDR auch, wenn nämlich das Licht des Impulses an ein reflektives Ereignis kommt, dann wird nach Fresnel ja deutlich mehr Licht zurückreflektiert als von der Faser selber. Wir erinnern uns, Relaisstreuung ungefähr ein Zehntausendstel%, Relaisstreuung offener Endstecker 4%. Deutlich, deutlich mehr. So, das heißt, der OTDR-Detektor muss, während das Licht von der Faser zurückreflektiert wird, ein Zehntausendstel der Lichtenergie erkennen, muss also ganz genau hinschauen. Und in dem Moment, wo das Licht an einen Stecker gelangt, an eine Steckverbindung gelangt, kommt auf einmal viel, viel mehr Licht, bis zu 4% des Lichtes zurück. Der OTDR-Detektor bekommt also so viel Licht ab, dass er wie wir, wenn wir in die Lampe geschaut haben, wenn er die Faser wieder erkennen will, sieht er erstmal nur rosa Punkte. Er braucht also eine gewisse Zeit, bis er sich wieder auf das Faserniveau, auf die Relaisstreuung quasi runtergeregelt hat. Und das ist dann die sogenannte Todzone. Wenn ich eine lange Pulsbreite verwende, dann kann ich damit lange Streckenlängen erfassen, weil dieser lange Puls mehr Energie beinhaltet. Aber ich muss in Kauf nehmen, dass diese Messung auch längere Todzonen aufweist. Wie das auf dem OTDR-Bild ausschaut, schauen wir uns im Vergleich zu den eben gesehenen Bildern hier mal an. Hier haben wir nämlich jetzt mal ein reflektives Ereignis dargestellt, gemessen einmal rechts mit 30 Nanosekunden und links mit 300 Nanosekunden. Hier also ungefähr 30 Meter lang der Impuls, hier ungefähr 3 Meter. Dasselbe reflektive Ereignis weist gemessen mit einem 30-Nanosekunden-Puls in diesem Fall ungefähr eine Todzone von 12 Metern auf. Das ist also der Bereich, den das OTDR braucht. Hier steigt quasi der Lichtpegel am Detektor an und hier geht er wieder runter. Und erst hier, wenn wir die Waagerechte wieder erreicht haben, dann hat sich quasi der Lichtpegel wieder auf das Rückstreuniveau der Faser, auf die Relaisstreuung runtergeregelt. Und erst dann ist quasi mein OTDR wieder in der Lage, ein neues Ereignis quasi zu erkennen. Und dieser Bereich, den nennt man eben Todzone. Und wenn ich jetzt mit einem längeren Impuls messe, in dem Fall 300 Nanosekunden, der nun viel, viel mehr, zehnmal so viel Lichtenergie beinhaltet wie der 30-Nanosekunden-Puls, dann braucht das OTDR eben länger, bis es sich wieder auf das Rückstreuniveau der Glasfaser, quasi die Relaisstreuung runtergeregelt hat. Und länger brauchen heißt in dem Fall nicht nur mehr Zeit, sondern auch auf der X-Achse mehr Streckenlänge. Das heißt, in diesem Fall ist die Todzone knappe 60 Meter. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten also hier ein weiteres reflektives Ereignis, so bei 20 Meter, ja, dann würde dieses zweite Ereignis hier in diesem Ereignis untergehen. Man würde diese beiden Ereignisse nicht isoliert betrachten können und auch nicht beurteilen können, das würde in der Todzone dieses Ereignisses untergehen. Ja? Also, bei der kurzen Pulsbreite schafft es der Detektor schneller, um sich wieder auf das Rückstreuniveau der Faser herunterzuregeln. Daraus ergibt sich eine kurze Todzone. Bei einer langen Pulsbreite benötigt der Detektor mehr Zeit, um sich auf das Rückstreuniveau der Faser herunterzuregeln. Daraus ergibt sich dann eben eine lange Todzone. Für diese Todzonen gibt es auch eine entsprechende Definition. Da gibt es also, wenn man sich schon mit dem Gerätekauf auseinandersetzt, da gibt es also in der Regel Parameter, die Leistungsfähigkeit des Gerätes beschreiben. Und da unterteilt man die Todzone in der Regel in eine sogenannte Attenuation Dead Zone, also eine Dämpfungstodzone, und in eine sogenannte Event Dead Zone oder Ereignistodzone. Und da gibt es entsprechende Spezifikationen für. So eine Attenuation Dead Zone, die beschreibt im Grunde den Abstand nach einem reflektierenden Ereignis, der benötigt wird, um ein nicht reflektierendes Ereignis, zum Beispiel ein Spleiß, erkennen zu können. Gewöhnlich sind das 0,5 dB Unterschied. Wenn man die erreicht hat, dann kann man eben wieder ein entsprechendes
nicht reflektierendes Ereignis erkennen. Und die Event Dead Zone, die sagt aus, ab wann man im Grunde erkennen kann, dass ein weiteres reflektives Ereignis folgt. Und da sagt man normalerweise diese 1,5 dB von der Spitze, dann erkennt man quasi, wenn es sich darauf runtergeregelt hat, dann würde man quasi ein weiteres Ereignis erkennen, ein reflektives. Und hier sieht man auch diese gestrichelt gezeichneten Ereignisse, die liegen zu nah beieinander, die sind also näher beieinander als die Event Dead Zone und deswegen würden die in diesem einen Ereignis hier untergehen. Das sind also die Parameter, mit denen man quasi die Leistungsfähigkeit eines OTDR-Messgerätes hinsichtlich der Todzone beurteilen kann. Grundsätzlich sollte man sich mit auf den, oder will ich Ihnen mit auf den Weg geben, die Todzone sollte so kurz wie möglich und so lang wie nötig eingestellt werden. Bei so lang wie nötig schaue ich mir gerade nochmal das vorherige Bild an. Das wäre mir also deutlich zu kurz. Da sollte also mit einem längeren Puls gemessen werden, weil die Kurve hier so verrauscht ist. Da können also tatsächlich auch Ereignisse im Rauschen verschwinden. Und hier hat man auch kein schönes Signal zu Rauschabstand. Man sagt also, hier hinten sollte man mindestens so 5, 6 dB Signal zu Rauschabstand haben. Diese Kurve, die sieht mir schon deutlich gefälliger aus. Und womöglich ist dazwischen noch eine Möglichkeit, eine Auswahlmöglichkeit gegeben. Also jetzt könnte man mit 20 Nanosekunden nochmal probieren, mit 10 Nanosekunden. Und dann kann man sich quasi so dem Ideal nähern. Ja, die Kurve sollte schön glatt ausschauen. Ja, man sollte nicht so etwas Verrauschtes wie hier sehen. Ja, und dann sollte man eben die Pulsbreite so ein bisschen iterativ sich dem nähern, dem Ideal. Das ist so ein bisschen was, was dann auch die Erfahrung mit sich bringt. Und die Faustformel ist halt immer so kurz wie möglich und so lang wie nötig.